So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum nächsten Rennen, zum Grand Prix de Vitre. Das Ganze, die Folge hier wird wahrscheinlich nach der Depan-Rundfahrt erscheinen. Es ist aber während der Depan-Rundfahrt, also nicht täuschen lassen, die Depan-Rundfahrt läuft parallel noch weiter. Am heutigen Tag, wo dieser Grand Prix de Vitre stattfindet, findet ebenfalls das letzte Rennen, die letzte Etappe der Depan-Rundfahrt statt, nämlich das Zeitfahren. Also da nicht verwirrt sein. Ich weiß selbst nicht, wie die Depan-Rundfahrt ausgeht, ihr wisst es eigentlich schon, insofern habt ihr da einen kleinen Vorteil mir gegenüber. Und ja, das war es auch schon soweit, was ich euch hier mitteilen wollte. Wir schauen mal, dass wir hier ein gutes Resultat einfahren. Welches genau, weiß ich natürlich noch nicht. Ich schicke mal Daniel Tegleimer-Not mit in die Spitzengruppe hinein. Venter, so, der ist auch vorne, das ist sehr schön. Heute ein relativ flaches Rennen, über 200 Kilometer knapp. Haben wir irgendwelche besonderen Fahrer dabei? Van Dom haben wir hier, Geslin, Dumoulin natürlich, Van der Sande. Ja, ein paar Route sind schon dabei. Wir sind jetzt Sparkly am Start. Ihr wisst ja, Gerard Ziolek ist bei der Depan-Rundfahrt im Einsatz. Und das kann man ja jetzt verraten, konnte dort auch seine erste Etappe gewinnen bei der Depan-Rundfahrt. Die dritte Etappe hat er gewonnen. Und das war natürlich auch wichtig für das Sponsorenvertrauen. So, Teigle, Heimanot, wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir hier nicht den Zug verpassen, weil die hier die ganze Zeit angreifen. Warum kann ich den nicht anklicken? Jetzt kann ich ihn anklicken. Okay. Dann würde ich sagen, wir schauen mal, dass wir mit Teigle, Heimanot in die Spitzengruppe kommen. Sieht ja ganz gut aus bislang und dann melde ich mich, sobald es etwas Neues gibt, wobei die uns nicht wirklich wegfahren lassen. Ha. Zwei Fahrer haben jetzt also an der Spitze, nämlich Mortensen von der Dingensmannschaft hier, von der Rubal-Mannschaft und Di Gregorio von La Bombe de Marseille. Auch einer, der mal als großes Talent gehandelt wurde, dann jedoch in Doping-Schlagzeilen kam und nicht mehr an seine Leistungen anknüpfen konnte. Was soll man dazu sagen? Radsport eben. Leider. Gibt doch weitere Angriffe. Aber die interessieren uns gar nicht mehr. Ja. Werden auch schon wieder geholt. Ein weiterer Fahrer ist zur Ausreisergruppe mit aufgeschlossen. Das ist Yulul. Ein Tunesier, meine ich, wenn ich die Flagge richtig deute, von der Skydive-Dubai-Mannschaft. Mancebo hat es also nicht geschafft in die erste Gruppe des Tages. Dafür also Yulul. Wieso auch nicht. MTN Kubeka macht die Tempoarbeit an der Spitze des Hauptfeldes. Natürlich für ihren Kapitän, für Christian Sparagli, der immer noch auf seinen ersten Saisonsieg wartet bei der Katar-Rundfahrt. Da war er einmal ganz, ganz nah dran, wurde Etappenzweiter hinter Borut Bosic und konnte dort also beinahe das erste Rennen der Saison für sich entscheiden. Klappt aber nicht. Jetzt sind wir schon im April. Ist also eine ganz schöne Ecke her, dieser zweite Platz. Und er möchte natürlich weiterhin einen Saisonsieg für seine Mannschaft einfahren. Verringern mal das Tempo, weil die Ausreißer doch ziemlich nah sind. 2 Minuten, das ist nicht so viel. Und noch wäre es zu früh, sie einzuholen, denn dann würde es neue Attacken geben. Und das wollen wir natürlich nicht riskieren. Jetzt regnet es ja auch noch. Naja. Grand Prix de Vitre. Das ist halt Frankreich, ne? Da kann es auch mal regnen. Soll vorkommen im April. Und wir schauen mal, dass wir dem Ziel ein bisschen entgegenkommen.
Wirklich spannend ist das Rennen bislang nicht. Wir haben das Rennen im Griff bisher. 3 Minuten 15 führen die Ausreißer, 116 Kilometer vor dem Ziel. Also da ist wirklich alles im Griff. Was mir ein bisschen Sorgen macht, das ist dieses sehr, sehr hügelige Finale. Das muss man ja mal echt sagen. Also da geht es am Ende ganz schön bergauf. Wenn das das Ziel ist, wo wir gerade die ganze Zeit durchfahren, so sieht es aus, dann könnte das eine interessante Sache werden. Wir können ja mal hier drauf klicken. Ja, das ist das Ziel. Also für eine Sprintetappe echt hügelig. Da bin ich gespannt, ob wir mit Sparkly wirklich den richtigen Mann im Team haben, um hier was zu versuchen. Bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber wir werden es sehen. 4 Minuten 30 ist der Vorsprung der Ausreißer. Immer noch alles im Rahmen, immer noch alles im Bereich des Möglichen. Das geht alles noch sehr, sehr gut. Pottgieter kann nochmal Flaschen holen. Jetzt helfen uns auch andere Mannschaften ganz massiv bei der Tempoarbeit. Ajou Desert, FDJ und die Mannschaft in den orangenen Trikots, deren Name mir gerade entfallen ist. Gucken wir gerade mal. Das dürfte Roubaix Lille Metropole sein. Roubaix Lille, ja, das dürften sie sein. Mit dem großen Typi mit Phantom. So, ja, da jetzt die anderen das Tempo machen, sage ich meiner Mannschaft mal, ey, yo, Jungs, beruhigt euch mal, bleibt mal einfach im Feld. Die anderen machen das hier scheinbar schon. 4 Minuten noch der Vorsprung, 70 Kilometer sind es noch. Alles ein, ja, ganz lockeres, typisches Rennen, möchte ich fast schon sagen. Bislang läuft alles nach Plan. Es kommt dann eh aufs Finish an. Und da ist halt die Frage, was Baragli hier drauf hat, gerade eben, wenn es so richtig hoch geht. So, wie sieht's aus? 3 Minuten sind es noch an Vorsprung, 52 Kilometer vor dem Ziel. Es ist also relativ wahrscheinlich, dass wir einen Sprint sehen werden um den Tagessieg. Oder einen erneuten Angriff zumindest. Eins von beiden ist sehr wahrscheinlich. Das Tempo ist sehr hoch, 40 Kilometer, 2 Minuten 20 der Vorsprung. Weiterhin bleibe ich dabei, es sieht nach einem Sprint aus. Und wir sind hier weiter live dabei. Das ist die Ziellinie. Wie gesagt, das ist die Ziellinie auf diesem Hügel. Das ist durchaus heftig. Wie gesagt, das Rennen wird als flaches Rennen ausgeschrieben. Kann ich so nicht unterschreiben. So, die drei Ausreißer wehren sich einigermaßen gut. Schicken hier nochmal ein paar Leute mit nach vorne. Wenigstens zwei Stück. Dass sie da ein bisschen Tempo machen. Wir wollen natürlich die Ausreißer schon einholen. Sieht aber nicht nach einer unmöglichen Aufgabe aus. Und da greift Jérôme Coppel an. Sollten wir da vielleicht einen hinterher schicken? Ja, ist eine Überlegung wert, was? So, Grimmay kann mal auf Sparkly aufpassen. Dann schicken wir mal Jakob Enter hinterher. Vielleicht, wenn der es denn schafft, hier überhaupt wegzukommen. Jaco Venter versucht mal einen Angriff. So, das Feld ist gefordert. Oh ja, Russum und Jim brauchen jetzt natürlich nichts mehr machen, wenn Venter vorne ist. Und wir schauen mal, ob die da. Ja, sieht nicht so aus, als würde Venter entscheidend wegkommen. So ehrlich muss man ja mal sein. Das sieht überhaupt nicht danach aus. Ah, eingeholt haben sie ihn aber auch noch nicht. Jaco Venter immer noch vorne.
22 Kilometer vor dem Ziel. Ah, warum nicht? Warum nicht? Venter immer noch vorne. 20 Kilometer sind es jetzt noch. Coppel kommt da nochmal mit dem Angriff. Jérôme Coppel jetzt. Vichot haben wir da. Phantom. Das sind jetzt genau diese Leute. Wie geht's Venter? Dem geht's noch ziemlich gut. Kann jetzt mit Coppel eventuell gemeinsame Sachen machen. Wenn er sich wenigstens dranhängt, sagen wir es mal so. Mit Coppel zusammen die Führungsarbeit unternehmen würde ich jetzt nicht tun. So. Dekleheimer Not kann nochmal nach vorne fahren. Jaco Venter am Hinterrad von Coppel. Einer ist noch vorne. Das ist Julul. 13 Kilometer vor dem Ziel. Venter und Coppel dahinter. Dann die Gregorio und Mortensen. Beide sehen nicht mehr so frisch aus. Und Sparagli wird hier auch einigermaßen gut pilotiert, muss man sagen. Venter ist jetzt vorne, zusammen mit Coppel. Aber jetzt sind die Balken weg. Jetzt sind die Balken weg. Das wird jetzt richtig, richtig schwer. Wie macht man es richtig? Setzen wir jetzt auf Venter oder auf Sparagli? Das hier sind abgehängte Fahrer, das sind überrundete Fahrer, die darf man nicht mitzählen. Und Venter muss jetzt an Coppel dranbleiben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Schafft er das? Oder nicht? Ja, das ist jetzt die große Frage. Wenn er dranbleibt, ist es gut. Wenn nicht, dann... Ja, Alter, dann wäre es nicht so gut. Aber das Feld scheint sie nochmal einzuholen. Das Feld scheint sie nochmal einzuholen. Jaco Venter, dort vorne haben wir ihn. So, dann kann sich Sparagli eigentlich mal an Tickleheimernot hängen. Vielleicht nicht das Beste. Boah, Alter, er hängt sich an, hier, Podgita. Dem geht's hier noch richtig gut. 5 Kilometer sind's noch. Coppel haben wir hier. Dann haben wir Jaco Venter, der jetzt aber wirklich ganz, ganz schlecht aussieht. Und jetzt Podgita. Der macht das Tempo für Christian Sparagli. Jetzt müssen sie Coppel einholen, wenn sie hier noch eine Chance auf den Sieg haben wollen. Und sie holen ihn ein. Sie holen ihn tatsächlich nochmal. Podgita beginnt den Sprint, eröffnet den Sprint. Sparagli im Hinterrad. Sparagli im Hinterrad. Sparagli geht jetzt vorbei. Und die Frage ist, ob er überhaupt vorbei kommt, so schnell wie Podgita da ist. Aber schafft er es? Schafft er es? Sparagli holt sich den Grand Prix de Vitre. Und Podgita wird sogar Zweiter. Was sagt man dazu? Bradley Podgita auf Rang 2. Christian Sparagli holt sich seinen ersten Saisonsieg. Tosh van der Sande auf 3, Arthur Vichot 4. und Phantom auf Rang 5. Ganz, ganz großes Rennen. Super den Sprint am Ende vorbereitet. Und hier sehen wir sie nochmal, wie sie diesen Hügel erklimmen. Und Sparagli kann sich freuen. Es war der erste Saisonsieg. Tickleheimernot freut sich da natürlich auch. Völlig verständlich. Und es wurde sogar noch relativ eng, dadurch, dass Podgita da die Innenbahn hatte. Aber was man auch sagen kann, ist, Podgita hätte dieses Rennen wohl auch gewonnen. Und jetzt schauen wir uns die Siegerehrung an. Sparagli gewinnt den Grand Prix de Vitré vor Podgita. Dann kommt Van der Sande, Vichot, Fanto, José Ivan Gutierrez, Vacho, Geslin, Sepulveda und Blel Catri. Das sind die ersten 10 in diesem Rennen. Jetzt kommt wahrscheinlich noch eine unnötige Teamwertung. Die gewinnt FDJ. Ja gut, aber das ist eigentlich ziemlich irrelevant. Die interessiert hier eigentlich gar keinen. Doppelschlag von einem Tenko Beka. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, das gibt natürlich Punkte. Das gibt ordentlich Punkte in Sachen Wertung. Super Prestige. Haben wir da Christian Sparagli vielleicht schon irgendwo? Super Prestige schaue ich. Kontinental müssen wir schauen. Sparagli, 66 Plätze gut gemacht, ist jetzt ganz, ganz weit oben. Wo haben wir Podgita? Der ist hier. Den gab es noch gar nicht in der Rangliste. Jetzt ist er auf Rang 27 in der Zweitliga-Rangliste. Zivilek nach wie vor Erster, Kulus nach wie vor Zweiter
Und das gab ordentlich Punkte. So, ich fahre jetzt noch die letzte Etappe der Lipan-Rundfahrt und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann.